Hey Leute und ja, willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich heute zeigen möchte, wie wir uns am besten für das schon bald stattfindende Karnevalsevent in New Horizons vorbereiten können. Was genau wir vor dem Event beachten sollten und welche Voraussetzungen wir erfüllen müssen, damit das Event überhaupt bei uns stattfinden kann, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Gyroids und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem eure Hausgestaltungen teilen. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich aktuell fast daily streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Zum Karnevalsevent, welches in diesem Jahr tatsächlich erst am 28.02. stattfindet, ist es ja jetzt nicht mehr allzu lang. Und tatsächlich gibt es im Vergleich zum letzten Jahr neben dem Veranstaltungsdatum an sich auch weitere kleine und größere Änderungen, welche, wie ich finde, nicht unerwähnt bleiben sollten. Aber zunächst mal zu der Voraussetzung, welche wir auf unserer Insel erfüllen müssen, damit das Event überhaupt stattfinden kann. Diese wäre nämlich ein ausgebautes Service Center zu besitzen, was, denke ich, bei den meisten von uns zutreffen sollte. Was wiederum dieses Jahr als Voraussetzung für das Event wegfällt, ist, dass wir eine aktive Internetverbindung und die aktuellste Version des Spiels haben müssen, da das Event in diesem Jahr tatsächlich nicht Time Travel Locked ist, was bedeutet, dass wir theoretisch auch bereits jetzt schon zum Event hinskippen können. Aber wie genau können wir uns denn nun am besten auf das Karnevalsevent vorbereiten? Nun, zunächst könnten wir uns mit ausreichend Karnevals-Items eindecken, von welches im Spiel ja nicht gerade wenige gibt. Um genau zu sein, gibt es während und auch schon vor dem Event 9 verschiedene, wirklich nice und umgestaltbare Karnevals-Items, welche wir wie gesagt zum einen während dem Event bekommen können und zum anderen aber auch vor dem Event uns im Nux-Laden sichern können. In diesem gibt es nämlich vom 1. Februar bis zum Eventtag täglich ein zufälliges Karnevals-Item zu kaufen, welches wir dank Björn im Gegensatz zum letzten Jahr nun auch ganz ohne Federn in allen Farben umgestalten können, was, wie ich finde, deutlich angenehmer ist. Des Weiteren haben wir im Nux-Laden zudem noch bis zum Eventtag die Möglichkeit, uns die Viva Karneval-Emotionen am Verkaufsschrank zu sichern. Außerhalb des Nux-Ladens gibt es zudem in unserer Schneiderei 3 neue Karnevalskleidungsstücke, bei welchen es sich im Einzelnen um das Karnevalskleid, den Karnevalsschmuck und die Karnevalstracht handelt. Auch hier werden die Klamotten ähnlich wie bei den Karnevals-Items noch bis zum Eventtag verfügbar sein. Aber ja, soviel zu den Voraussetzungen und den Vorbereitungen, welche wir für das Karnevals-Event am 28.02. treffen sollten. Schreibt mir gerne in die Comments, ob und wenn ja, wie ihr euch für das Event vorbereitet. Ansonsten hoffe ich, euch hat mein kleines Vorbereitungsvideo ein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanaleffekt noch am Rande. Aktuell haben 61,8% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke, somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.